Hallihallo. Ich muss mich jetzt mal an euch mit etwas wenden, was mich heute ganz früh, heute Morgen, nachdenklich gestimmt hat. Die ganze Zeit habe ich mir so gedacht, okay, ich gucke hier auf meinen Kanal, ich gucke in den sozialen Medien, was da so los ist mit meinen Abonnenten, Abonnentinnen, mit meinen Followern, sonst woanders, Instagram, TikTok und so weiter. So habe ich darüber nachgedacht, bis heute Morgen um 5. Also ich habe nicht bis heute Morgen um 5 nachgedacht, sondern da ist was passiert um die Uhrzeit. Mein Handy klingelt, meine Tochter da dran. Mama, ich kann nicht mehr. Mama, ich habe Schmerzen. Gut, und wenn die schon sagt, sie hat Schmerzen, das sagt sie nie. Ich also rüber und habe versucht, mit Erfolg mir fachmännische Hilfe zu holen. Ich bin ja kein Arzt. Dann ist sie im Krankenhaus gelandet, 4 Stunden lang. In der Infusion und so weiter und so fort. Und da habe ich echt nachgedacht. Was ist eigentlich in diesem Leben wichtig? Und für mich ganz klar die Gesundheit. Wenn die Gesundheit nicht funktioniert, dann vergeht einem das Lachen. Das ist nun mal so. Wer mir hier also nicht mehr zuschauen will, wem das alles zu blöd ist, was ich hier mache, der kann bitte jetzt sofort das Abo kündigen. Ist so. Ich werde weiterhin das alles so machen, wie ich es für richtig halte. Denn das heute Morgen, da haben keine Abonnentenzahlen gezählt. Da ging es um die Gesundheit. Ich habe meine Tochter hier auch im Kanal schon vorgestellt. Weihnachten, die ganzen Geschichten da, was ich ihr geschenkt hatte und so. Oder habe, nicht hatte, sondern habe. Ich musste echt, also wenn du da dein eigenes Kind siehst, wie das vor Schmerzen sich hin und her windet, dann denkst du ganz anders über Follower oder wie stellst du etwas dar? Wie bringst du es rüber? Ich werde, habe ich es für mich so beschlossen, das alles so rüberbringen, wie ich das für richtig halte. Und wer mir hier nicht mehr zuschauen möchte, aufgrund dessen, weil ich es zu unperfekt rüberbringe, ich möchte jetzt hier nicht ausfallend werden, weil ich es nicht so rüberbringe, wie es sich der Form oder Norm her gehört. Auf den kann ich verzichten. Sag ich so, wie es ist. Ich habe keinen Online-Shop, ich habe keine Termine, die man buchen kann bei mir, für was auch immer, egal. Also Stricken, Häkeln, sonstiges oder Workshops, nein, habe ich alles nicht. Und das ist auch gut so. Denn ich bin ja für mich selber eine Person und ich will ja niemanden kopieren. Also, das Erlebnis heute Morgen hat mir wirklich echt sehr zu denken gegeben. Und wenn hier nur noch eine Handvoll meinen Kanal abonnieren, ist mir das auch egal und recht. Ja, denn dann weiß ich, diese 4 Leute, die haben echtes Interesse an dem, was ich von mir gebe, wie ich tatsächlich bin, wie meine Person ist und was ich da so mache. Ich gebe mir natürlich weiterhin Mühe. Aber ich breche mir nicht mehr, keine Ahnung was ab, nur damit alles der Norm und Form entspricht. Nee,
Ich habe nur mein Handy, mein Stativ und das war's. Ich habe keine 1000 € Kamera oder die Dinger kosten wahrscheinlich noch mehr. Das ist alles materiell, das ist mir egal. Ich werde mir sowas auch niemals anschaffen. Wofür? Ich habe mein Handy, mein Stativ und das reicht mir. Ja, ich muss da nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, darüber habe ich echt lange nachgedacht, was manche Leute, die vielleicht den Abo-Knopf gar nicht drücken, einfach nur schauen, ist ja auch in Ordnung. Was die sich denken. Ja, dann kriege ich so Kommentare von jemand, den habe ich extra drin gelassen, den Kommentar, ich habe nicht gelöscht. Wie kann man sich nur so darstellen? Ja, warum denn nicht? Das bin ich. So bin ich. Auch mit einer Wäscheleine hinter mir, auch mit dem Koffer, der voll gepackt ist obendrauf, mit Häkel- und Stricksachen. Ja, hallo, das ist meine Persönlichkeit. Warum soll ich mich ändern? Nein, das tue ich nicht. Ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Und wer mir, wem das nicht mehr gut genug ist, der bitte kündigt euer Abo bei mir. Ja? Dann gibt es noch so viele andere Kolleginnen und Kollegen, die professioneller sind als ich. Um Gottes Willen, dann bitte kündigt das Abo bei mir. Ich möchte nicht in diese ganzen. Ich häkle viel nach. Ja, natürlich, weil mir die meine Kolleginnen gefallen, was die da machen. Ja, das Projekt, was da gerade gemacht wird. Ich mache nicht alles hier selber. Ich erstelle mir das meiste nicht selber. Das häkle und stricke ich nach, weil ich kann es mir nicht selber erstellen. Tut mir leid, das oder auch nicht. Das ist halt so. Ja. Es wird noch Muster geben. Na klar, von mir, die ich irgendwo aufgegriffen habe, die nicht von meinen Kolleginnen und Kollegen stammt. Aber das dauert halt, ne? Weil ich habe ja auch noch was anderes zu tun, als nur häkeln und stricken. Es sind noch schon wieder zwei Tücher fertig, die ich ja, einfach zusammen gehäkelt habe hinten. Wird alles kommen, wenn ich dafür die Zeit finde. Also, wer mich nicht abkann, wem ich zu peinlich bin, wem ich zu blöd rüberkomme, wem ich zu blöd bin, bitte kündigt das Abo bei mir. Ich möchte solche Menschen nicht als meine Abonnenten und Abonnentinnen haben. Ich möchte ehrliche Menschen haben auf diesem Kanal, die mich verstehen. Ich versuche ja auch, die Leute zu verstehen. Ja, das war eigentlich das, was ich jetzt sagen wollte. Meiner Tochter geht es den Umständen entsprechend. Ich kümmere mich halt ganz normal. Und ich wollte aber wirklich nur meine Gedanken mit euch mal teilen, ja. Euch sagen, ey Leute, im Leben zählen ganz andere Dinge als das nächste tolle Muster. Das ist ja eine Entspannungssache. Ich mache das ja selber fast 24/7. Mache ich das, ja, um mich zu entspannen, runterzupolen vom Stress, vom Alltag, von sonst was. So. Aber das ist eben nicht alles im Leben. Ich selber habe im Rücken zu tun. Da muss ich auch schauen, dass ich meine Gesundheit so beibehalte, dass ich mich frei bewegen kann. Natürlich habe ich auch professionelle Hilfen. Ohne die käme ich auch nicht mehr klar. Also, bitte. Wenn auch nur noch 5 oder 10 Abonnenten, Abonnentinnen hier drauf sind auf dem Kanal, dann ist das so. Aber ich weiß dann wenigstens, die nehmen mich so, wie ich tatsächlich bin. Und nicht, ich muss hier Spagat machen, hierhin, dahin, dorthin, das und so weiter. Nein, das wollte ich nie, das war nie mein Ansinnen, als ich diesen Kanal gegründet habe. Na klar, werde ich euch weiter versuchen, wenn ich
etwas selbst erstelle oder nachhäkle und das Muster im Kopf behalten kann, euch Masche für Masche zu zeigen. Natürlich. Aber ich bin mir sicher, die meisten hier, die kennen das alles, ja. Die häkeln und stricken selber seit Jahren. Das sind nicht alles hier blutige Neuanfänger. Nein. Das lese ich ja aus den Kommentaren. Bin für jeden Kommentar dankbar. Aber man sollte ihn respektvoll rüberbringen. Macht mit diesem Video, mit den Ansagen, die ich euch jetzt gebe, was ihr wollt. Denkt drüber nach oder lasst es. Ich bin jetzt ehrlich. Ich war immer ehrlich. Und ich möchte einfach, dass das, was ich jetzt aussagen will, dass die Gesundheit das Wichtigste an uns Menschen oder für uns Menschen ist, rüberkommt. Und dass ich halt mich nicht verbiege. Ich bin nicht perfekt. Und ich will es auch gar nicht sein. Ja, dass ich das halt mal jetzt sagen möchte. Einfach mal raushauen möchte, weil es brennt mir schon sehr lange unter den Nägeln. Ich wusste nun noch nie, wie bringe ich es rüber, was sage ich. Aber jetzt ist es eh wurscht. Nach dem Erlebnis heute Morgen, da plapperst du einfach los. Ist immer das Beste. So. Bin gespannt. Wer diesen Kanal jetzt kündigt. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund, wenn ihr es nicht seid, von Herzen, da, Entschuldigung, ich bin total durch, von Herzen, gute Besserung, alles Liebe und Gute, das meine ich wirklich ganz ehrlich, ja, für alle, die krank sind, oder auch auf dem Weg der Besserung, dann hoffe ich, dass es bald euch wirklich so gut geht, dass ihr wieder draußen rumspringen könnt und euer Leben machen könnt. Und wie gesagt, alle die das jetzt nicht verstehen hier, tschüss. Auf euch kann ich gut verzichten. Eure Melanie.